Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen. Ich werde mich wie immer kurz halten und ja, Sie werden vielleicht nach meiner Ansprache wieder sagen, er soll besser Ausstellungen machen. Ich hoffe, Sie sagen das auch in einer Stunde noch und sagen dann nicht, er soll besser reden. Aber ich möchte an dem anschließen, was der Hanno gesagt hat, was es bedeutet, für einen österreichischen Kurator über diese Stadt nachzudenken, ohne sie ein weiteres Mal zu erhöhen, ohne sie ein weiteres Mal in den Fokus zu stellen. Und wie ein gebürtiger Tiroler und in Wien lebender Kurator eigentlich das Recht hat, sowas zu tun als Nicht-Jerusalemer und ob er das kann. Und ich dachte mir in der Konzeption der Ausstellung, dass das eigentlich das Ziel sein muss, mal zu überlegen, wie es den Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt eigentlich geht, ohne ein weiteres Mal von ihrer kulturhistorischen und religiösen und politischen und weltpolitischen Bedeutung zu sprechen, auch wenn man diese Themen natürlich nicht weglassen kann. Es gibt mit der Straßenbahn in Jerusalem nun einen Ort, und es gab vorher schon auch welche, aber es sind nicht sehr viele, wo sich alle Leute begegnen, was in der Stadt ja keineswegs selbstverständlich ist. Wo Ultraorthodoxe und Säkulare, Frauen und Männer, Soldaten und Gastarbeiter, Palästinenser und arabische Israelis, wo einfach jeder damit fährt, um ein Ziel zu erreichen. Die Straßenbahn selbst war keineswegs unumstritten, zu Recht. Zum einen, weil sie infrastrukturell ein weiterer Schritt dafür ist, dass es, wie es im Jerusalem-Gesetz, das international ja nicht ratifiziert ist, gesagt wird, Jerusalem zur der einzigen unteilbaren Hauptstadt Israels macht. Und zum Zweiten, weil sie nicht nur, wie man sehen könnte, den West-Jerusalem mit Ost-Jerusalem verbindet, sondern in Wahrheit den israelisch-jüdischen Westen mit jüdischen Siedlungen im Osten verbindet, was die tatsächliche Endstation dieser Straßenbahn ist. Ich habe mir dann gedacht, wenn die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Stadt unter Konflikten leiden, dann sind das oft welche, die nicht hausgemacht sind, sondern die ihnen von außen gebracht wurden. In Jerusalem gibt es ständig große Brüder, Gönner, Financiers, Wohltäter mit Hintergedanken, Ideologen, die ihre Interessen in die Stadt tragen, die einen Fuß in der Stadt haben wollen oder ihre eigene spirituelle Bedeutung über eine Referenz an diese Stadt erhöhen wollen. Der Gedanke, diese Straßenbahn als Metapher sozusagen für das Leben in der Stadt zu nehmen, habe ich dann konterkariert, indem die Straßenbahn eben nicht bei normalen Stationen stehen bleibt, wo sie infrastrukturell am sinnvollsten sind, sondern weil sie stehen bleibt an Orten, die einen besonderen Konflikt darstellen oder wo wir einen besonderen Konflikt der Stadt verortet haben. Das sind zum einen die Konflikte, an die natürlich jeder denkt, wenn er Jerusalem hört, die Konflikte zwischen den drei großen Weltreligionen, die Konflikte zwischen Palästinensern und Israelis. Das sind aber auch Konflikte, die man von außen nicht so sieht und von außen nicht so wahrnimmt wie innerisraelische Konflikte, wer das Establishment ist und wer nicht. Das sind eben Konflikte zwischen Männern und Frauen. Das sind Konflikte eben zum Beispiel, was Europäer oder Amerikaner anrichten, wenn sie sich ständig um diese Stadt kümmern. Es war diesbezüglich auch wichtig, eine Bebilderung zu finden, die jetzt nicht nur Objekte zeigt, die eben genau in dieser Agenda stehen, die Stadt zu erhöhen, also nicht nur die schönsten und tollsten kulturhistorischen Objekte aus der Stadt und über die Stadt nach Hohenems zu bringen, sondern es war wichtig, Bilder der Straße zu bekommen. Und wir wollten im Nachdenken darüber nicht das, was man heute unter Streetlife Photography versteht, weil das hätte nach meiner Meinung ästhetisch einen zu starken Pressefotobezug gehabt, und das sind die Fotos, die wir eh immer sehen, das sind die Fotos, die wir eh immer in den Tageszeitungen stehen, wo dann drunter Konfliktherd steht. Mit Galia Gurseev gelang es, eine Fotografin zu finden, die dem deutlich distanzierter gegenübersteht und die, wie sie auch sagt,
mehr oder weniger zum ersten Mal auf der Straße stand, um Fotos zu machen, weil sie sonst ganz anders arbeitet, die deshalb einen kritisch-subjektiven Blick auf die Stadt als Bühne, auf die Stadt als unfertige Stadt, auf die Stadt in ihrer Selbstinszenierung oder Fremdinszenierung werfen konnte. Der Gedanke, dass die Menschen in der Straßenbahn miteinander fahren, ist natürlich ein trügerischer. Sie fahren in Wahrheit nebeneinander. Sie fahren nebeneinander, genauso wie sie in Jerusalem leben, in aller Ignoranz, in aller Feindseligkeit und in allem gerade noch ertragen können. Daher kommt der Titel der Ausstellung. In dieser Ausstellung hält die Straßenbahn an 11 Stationen, die eben jeweils einen Konflikt der Stadt versuchen aufzunehmen und ihnen deutlich zu machen, wo die Objekte und Galia Gurseevs Foto in ein gemeinsames Spiel über das Sprechen, die über diesen Konflikt kommen. Es gäbe aber vielleicht eine Möglichkeit, wo Jerusalem eine, ich sag's mal, stinknormale Hauptstadt, stinknormale Großstadt werden könnte, wie alle anderen Städte auch sind, wo man sich auch nicht unbedingt mag, wo man auch nicht konfliktfrei lebt, aber wo man vielleicht ertragen kann, dass meine Nachbarin oder mein Nachbar eine andere Meinung haben als ich, dieses oder jenes Bauwerk anders interpretieren oder anders sehen als ich und mit einfach dem normalen Respekt und der normalen Gelassenheit einer Großstadt miteinander umgehen könnte. Diese Station haben wir in einer, wie kann man sagen, wir haben eine Installation einer Jerusalemer, eines Künstlerinnenkollektivs, der Muslala Group, in die Ausstellung geholt, die als Epilog hier dient und die vielleicht zeigen könnte, was eben, dass das ein Ziel Jerusalems und ein Ziel jeder normalen Stadt sein könnte. Diese Endstation Sehnsucht, von der ist Jerusalem natürlich weit entfernt. Auch ich möchte mich bedanken, und erstmal zunächst natürlich bei Galia Gurseev für die grandiose Zusammenarbeit und für die formidablen Fotos. Natürlich wie immer bei Hanno Löwy und dem Team des Jüdischen Museums Hohenems. Ich muss sagen, eine Ausstellung mit diesem kritischen Potenzial über Jerusalem ist zweifelsohne nicht in jedem europäischen jüdischen Museum möglich. Bei Roland Stecher und seinem Team für das Smash-Hit-Design dieser Ausstellung und bei Ihnen, dass Sie mir so lange zugehört haben. Vielen Dank.